einen wunderschönen guten Tag zu der zweiten Hedis Charity Challenge. Diesmal eins Kunstlaufen hat gewonnen, hat mich persönlich sehr gefreut, denn seit mehr als 20 Jahren bin ich kein Eis mehr gelaufen. Dementsprechend würde ich jetzt alleine dastehen, aber ich habe wunderbarste Unterstützung. Ich bekomme heute was beigebracht von der lieben und wunderbaren Tanja Cevchenko. Hallo. Hi. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und zeigst mir mal, wie es geht, und ich hoffe, ich werde dann am Schluss schön performen können. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir kriegen da was Gutes hin. Natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, den René jetzt mal zu sehen, was er da auf dem Eis so macht, und es ist für eine gute Sache und ich freue mich jetzt kaum. Ja, ich auch. Ja, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Ist nicht so einfach. Ist gut wackelig und anstrengend. Also ich merke jetzt schon, das sind Muskeln, die benutze ich immer beim Eierlauf zum Beispiel, den ich meine Kühe einbauen werde. Aber ich glaube, die Tanja, die kitzelt alles aus mir raus und ich fühle mich langsam performbereit, würde ich mal sagen. Setze rein. Jetzt kommt die Kühe. Halt dich fest. Ich habe meine Kühe gemacht, bin auf jeden Fall klatschnass geschwitzt. Und das sind da wirklich kalten Eishalle. Und ich habe es aber geschafft, nicht hinzufallen, dank meiner wunderbaren Trainerin. Vielen lieben Dank. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war super. Und der René, muss ich wirklich sagen, der hat verletzt zum Eislaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel schaffen können und dass er jetzt schon gleich das erste Mal zusammen gearbeitet haben, so eine tolle Kühe läuft. Da sieht man lernt nur von den Besten. Vielen Dank nochmal. Gerne. Vielen Dank euch allen, dass ihr gespendet habt. Nur deswegen können wir das Ganze machen. Wir machen weitere Aktionen. Meldet euch einfach, unterstützt uns weiter und wir gehen weiter nach Brasilien und nach Südafrika und helfen den Kindern dort. Also vielen Dank an euch und vielen Dank an dich, Tanja. Gerne.